Ende stehen wir da in Tradition eines proletarischen Feminismus oder eines klassenkämpferischen oder eines materialistischen oder eines anarchistischen Feminismus? Ich finde, das fehlt grundsätzlich eine breite und tiefe Auseinandersetzung, vor allem feministische Organisationen gegen Klassenverhältnisse. Und wenn wir halt tatsächlich Reproduktionstätigkeiten und Sorge irgendwie anders gestalten wollen, dann müssen wir halt eigentlich eine radikale Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Das ist auch etwas, was wir halt machen, um feministisch organisiert sein zu können. Wir erinnern uns daran, dass wir eigentlich Macht haben. Ich nenne das mal das innere Patriarchat, dass wir selbst ein inneres Patriarchat haben und uns selbst ausbremsen, weil wir Konsequenzen befürchten, obwohl da gar keine sind. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 47. Folge sprechen wir mit Larry und Rosa über Feminismus und Gewerkschaft. Ihr beide seid ja in der AKFemV aktiv und seid auch schon länger so feministisch in der Gewerkschaft unterwegs. Und wir hatten ja auch schon eine Folge vorher zu FAU gemacht, wo auch Larry schon einmal zu Gast war. Heute wollen wir nochmal besonders über den feministischen Aspekt von gewerkschaftlicher Arbeit sprechen und auch wie diese feministische Arbeit überhaupt in einer Gewerkschaft so aussehen kann. Das Ganze hat ja auch eigentlich eine sehr lange Tradition und es gab auch schon immer feministische Initiativen innerhalb der Gewerkschaft und eigentlich waren diese beiden Kämpfe auch in der ArbeiterInnengeschichte immer miteinander verbunden. Deswegen finde ich jetzt auch erstmal interessant, stellt euch doch beide einfach mal vor und erzählt dann so, was macht ihr eigentlich Feministisches in der FAU? Hallo, ich bin Larry, ich habe keine Pronomen. Ich bin im FAU-Syndikat Magdeburg aktiv. Ich bin erwerbslos und organisiere mich auch in meiner Erwerbslosigkeit vor Ort. Und ansonsten bin ich natürlich feministisch aktiv und auch unter anderem in der bundesweiten AKFMV. Hey, ich bin Rosa, ich wohne in Dresden, bin selbstständig als Klavierlehrerin und hier im Dresdner Syndikat der FAU organisiert und da auch in der AG feministische Kämpfe. Über die kann ich gleich noch was erzählen. Ja, was ich Feministisches in der FAU mache, ich bin in der bundesweiten AKFMV. Das ist vor allem ein Austauschtreffen, ein Treffen, dem Inputs gegeben werden. Und da habe ich auch selbst schon mal Inputs gegeben. Das ist auch sehr vielseitig. Also was wir gemacht haben, ist ein Organizing-Workshop, was zum Vertragsrecht, über ArbeiterInnenkämpfe in Myanmar, in Indien, über wie wird mit Kritik umgegangen, Kritikkultur, dass das mir gerade einfällt. Aber es ist ein sehr offener Austausch und es ist halt, von V ist das, für V ist das. Ansonsten in meinem eigenen Syndikat bin ich in der frisch gegründeten AG Feministische Care-Arbeit. Zweck für diese AG ist das so, die sowieso schon stattfindende Auffang- und Sorge- und Solidaritätsarbeit unter Genossinnen jetzt auch offiziell gemacht wird. Damit ist sie halt auffindbar und zugänglich für neue Mitglieder. Und damit wird sie aus diesem Unsichtbarsein herausgeholt. Und das ist ja das Typische, wenn irgendwelche patriarchalen Strukturen aufkommen, dass dann betroffene Menschen sich gegenseitig auffangen. Aber es ist nicht wirklich bemerkbar für die ganze Gruppe. Und dadurch, dass wir offiziell sind, wird es aber jetzt bemerkbar, dass hey, hier sind Dynamiken und hey, wir organisieren uns dagegen. Und ansonsten habe ich einen Kritikleitfaden mitgeschrieben, der ist soweit auch fertig und muss jetzt auf Tauglichkeit geprüft werden, indem er angewendet wird. Und ich habe in Aussicht, eine Rechtsberatung aufzubauen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Und damit bin ich in Kontakt mit ein paar anderen Syndikaten, die das schon haben. Und bin sehr gespannt, ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen, das auch in Magdeburg aufzubauen. Ja, und ansonsten streite ich mich in meinem Syndikat, so wenn es um feministische Themen geht. Ich versuche den Genossinnen deutlich zu machen, dass auf jedem Treffen, in jeder AG bewusst antipatriarchal zugehen muss. Also ich habe schon gesagt, ich bin aktiv in der AG Feministische Kämpfe in Dresden. Im Grunde stehen wir da in Tradition eines proletarischen Feminismus oder eines klassenkämpferischen oder eines materialistischen oder eines anarchistischen Feminismus. Schöpfen da sozusagen daraus, dass die Leute, die in dieser AG sind, verschiedene Backgrounds haben und aus dem, was sie dort erleben. Also wir lesen da jetzt nicht die ganze Zeit Bücher, sondern es geht darum, was uns im Alltag, und sei es nun Arbeit, Politgruppe, WG, Hausprojekt, Familie, Kollektivbetrieb, Freundinnenschaften, Gewerkschaft,
was uns in all diesen Bereichen so begegnet und was das mit Geschlecht zu tun hat, was uns daran anpisst und was wir da jetzt machen. Ja, die AG ist offen für alle Flinter, Sternchen aus dem Syndikat, für alle Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agender-Personen. Es geht viel aus von dem Grundsatz der gegenseitigen Hilfe, also so praktischen Dingen wie, lass uns doch irgendwie zusammen essen, dann muss nicht jeder von uns irgendwie selber Essen machen oder wir hungrig plänieren. Das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Sache, das sollten alle Gruppen machen. Dann ist uns auch wichtig in der Art, wie wir zusammenarbeiten, dass wir gucken, dass wir uns nicht überlasten. Was ich besonders wichtig finde in dem ja gerade aktuellen depressiven Normalzustand in der Corona-Krise, so nenne ich ihn jetzt mal. Genau, also wie gehen wir damit um, dass wir gerade jetzt nicht total krasse Sachen reißen können oder alle irgendwie total vor Energie sprühen, strotzen, sagt man. Aber wie können wir uns darin irgendwie gut halten und dann doch auch zu manchem motivieren, gegenseitig und miteinander. Was wir schon gemacht haben und was jetzt sozusagen auch hier das Thema ist, wir haben uns viel mit Feminismus und Gewerkschaft beschäftigt und haben dazu auch so einen Vortrag ausgearbeitet, der immer mal irgendwo gehalten wird. Dann haben wir eine Lesung erarbeitet zu feministischen Utopien. Da hätte ich mal gerne, dass die wieder angefragt wird. Und jetzt aktuell wollen wir die gewerkschaftliche Beratung, die es sowieso gibt in Dresden, irgendwie noch fitter machen in Bezug auf Antisexismus und Antidiskriminierung insgesamt. Uns selber sozusagen mehr in die Beratungstätigkeit eindenken vom Standpunkt von solchen Geschichten wie Sexismus am Arbeitsplatz und was es alles gibt und was da sozusagen, Larry hatte das AGG schon genannt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was kann man damit eigentlich anfangen, wie können wir das ausnutzen gewerkschaftlich? Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist, womit wir uns konstant auch beschäftigen, ist die Frage des feministischen Streikens. Also die ganze Streikbewegung, die es seit ein paar Jahren wieder in Gang gekommen war, von der ich jetzt gerade nicht genau weiß, wo sie hinsteuert, die ist uns sehr wichtig und Streik als Form unserer eigenen Macht zu spüren und sie auch zu nutzen, um Dinge zu verändern, indem wir unsere Arbeit verweigern. Und da streiten wir uns viel rum oder diskutieren mit anderen, was Streik nun ist und was es nicht ist und wie wir überhaupt massenhaft am besten streikfähig werden erstmal. Ne? Also wir müssen dazu halt Strukturen schaffen, die möglichen Folgen von so einem Streik auffangen können, wie Lohnausfälle, Kündigungen, Repression, jedweder Art. Das ist so ein langfristiges Projekt. Wie können wir eigentlich solche Strukturen herstellen, die uns das ermöglichen? Das soweit zur AG Feministische Kämpfe in Dresden. Liebe Grüße an die anderen, falls sie zuhören. Ansonsten bin ich noch feministisch auch aktiv im internationalen Komitee der FAU, wo ich die Kontaktperson zu Frankreich bin. Wenn ihr dazu noch was hören wollt, müsst ihr fragen. Wie kann man sich denn die AK FemV in der FAU vorstellen? Also klar, ihr habt jetzt so ein bisschen erzählt von der Arbeit und so weiter, aber Arbeitskreis steht ja schon davor. Vielleicht möchtet ihr da noch so ein bisschen was dazu sagen, wie das dann strukturell aussieht oder wie das genau funktioniert einfach innerhalb der FAU. Gut, also vielleicht nochmal für alle, die zuhören und verwirrt von allen möglichen AK, AG, Feminismus, irgendwas sind. Also es gibt in der FAU, die eine bundesweite Föderation von verschiedenen Syndikaten ist, gibt es auch eine bundesweite Struktur inzwischen, die sogenannte FemV, der Arbeitskreis FemV, genau. Und worüber ich gerade geredet habe, das war eine Dresdner AG, deswegen jetzt geht es um was anderes. Diese bundesweite Struktur in der FAU gibt es erst seit wenigen Jahren. Ich würde erstmal sagen, es gab in der FAU immer wieder feministische oder auch früher noch eher so frauenbewegte Anläufe, an die wir heute anknüpfen können. Also in den 90ern haben GenossInnen die Initiative V sucht Frau gegründet. Ich finde diesen Namen immer noch ziemlich witzig. Und haben halt viele Sachen gemacht, die wir heute jetzt leider immer noch machen müssen. Die haben da auch
männliche Dominanz kritisiert, wo sie auftrat, Redeverhalten und so weiter, haben lustige Flugblätter auf dem Kongress verteilt, den sogenannten Anti-PAD-Leitfaden, was irgendwie aussah wie so eine Medikamentenbeschreibung oder so. Mindestens eine, die damals aktiv war in der V-Sucht-Frau, war dann auch mal jetzt bei dem sozusagen neuen FemV-AK zu Gast und hat irgendwie Sachen erzählt und freut sich jetzt auch, dass es den gibt. Aber Larry, vielleicht kannst du nochmal irgendwie so ganz grundsätzlich sagen, was es überhaupt ist, was wir da machen in der FemV. Ja, da hatte ich vorhin schon ein bisschen vorgegriffen. Es ist vor allem ein Bildungstreffen, um sich gegenseitig Inputs zu geben, sich auszutauschen. Es ist aber auch vor allem ein Vernetzungstreffen. Also da kommen wir wirklich Menschen aus allen Syndikaten zusammen, die sie schon nie gesehen haben, und tauschen sich aus und da merken wir, hey, wir haben alle eben sehr, sehr, sehr ähnliche Probleme, obwohl wir komplett am anderen Ende von Deutschland im Syndikat aktiv sind. Und daran merken wir halt, dass unsere Probleme nicht individualisiert sind. Wir haben ein kollektives Problem, das ist das Patriarchat, das tut sich immer wieder gleich äußern. Und dadurch, dass wir merken, dass wir dieselben Probleme und dieselben patriarchalen Strukturen haben, nimmt es auch diese Vereinzelung wieder raus. So, wir sind vielleicht keine 30 aktiven Flinters in einem Syndikat, aber bundesweit kommen wir zusammen. Und deswegen sind diese Treffen auch immer wieder unglaublich energieschöpfend. Also ich höre das jedes Mal, dass Genossinnen rausgehen und sagen, boah, ich habe jetzt so Lust, was zu wuppen. Und dann beim nächsten Formvortreffen erzählen sie dann, was sie gemacht haben, was es bewirkt hat im Syndikat. Also es tut wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie, Motivation freisetzen, zu merken, okay, ja, es ist ein kollektives Problem und wir können es kollektiv lösen. Genau, und diese Treffen sind normalerweise offline, die sind jetzt wegen Corona natürlich online. Und die finden auch immer in einem anderen Syndikat statt. Also das ist auch wieder so ein Vernetzungsaspekt, dass wir halt in andere Syndikate hinfahren und da ein Wochenende sind und gemeinsam essen, gemeinsam Freizeit verbringen und dann eben gemeinsam uns bilden und gemeinsam kritisieren und analysieren, welche Erfahrungen wir haben im Syndikat. Da kam das eben auch raus, dass wir gemerkt haben, hey, jetzt fangen die Syndikate an, dem AGG Beratungen, Sprechstunden aufzubauen. Das verbreitet sich gerade einfach, weil wir diesen Kontakt bekommen durch diese Treffen. Also ich liebe es. Ich versuche wirklich jedes Mal dabei zu sein. Ja, ich würde noch dazu sagen wollen, dass es diesen Arbeitskreis bundesweit gibt. Das ist jetzt nicht einfach so ein, das musste es halt auch mal geben und dann wurde es eben gegründet und jetzt treffen sich da Leute und alles ist schick, sondern es gab ja durchaus auch Widerstände, da überhaupt diesen Paar zu gründen, wie es halt so ist. Einige Cis-Männer hatten erstmal große Bedenken, natürlich nur formale Bedenken. Also da muss man schon drauf gucken, ob die da keinen Quatsch machen und ob das alles seine Richtigkeit hat, dass dieser Zusammenschluss, den da irgendwelche Leute gründen wollen, dieses FemV, dass das bloß nicht zu viel Macht bekommt, beispielsweise sich FeministInnen dann irgendwo einmischen könnten und die vielbeschworene Autonomie der Syndikate ins Wanken geraten könnte. Da gab es einige Bedenken jedenfalls, wo es dann auch schwierig ist, irgendwie zu sehen, okay, wo ist jetzt da noch sinnvolle gegenseitige Kritik, um Herrschaftsstrukturen zu verhindern, finde ich auch sinnvoll. Wo sind aber eben auch die immer gleichen cis-männlichen Ängste? Und ja, das ist, es ist aber, ja, damit, darauf muss man sich halt einstellen, leider als Feministin, egal in welcher Struktur und auch in welchem Land oder Staat oder so, ne? Also in Frankreich habe ich irgendwie die Diskussionen sehr ähnlich wahrgenommen, dort in der CNTF. Bloß mal so, dass es hier nicht alles zu rosig klingt oder so. Aber gegen diese Widerstände wurde dieser AK gegründet und ich genieße diese Treffen auch sehr. Und es ist sehr unterschiedlich, wie die Situation von teilweise halt auch vereinzelten Flinter oder auch vereinzelten FeministInnen in ihren Syndikaten ist. Da kommt man irgendwie, also ich habe irgendwie ziemliches Glück in meinem auf jeden Fall feministischen Syndikat. Und ja, das ist halt krass, was man aber manchmal von anderen hört, die da ganz alleine irgendwo sind und sich nicht mal trauen können zu sprechen. Oh ja, also ich bin auch immer beeindruckt, was bei Leuten abgeht, aber auch wie Leute reagieren, wenn ich aus meinem Syndikat erzähle und mir dann eben durch die Reaktion spiegeln, dass es heftig ist und es tut natürlich wieder gut, also wieder gegen Vereinzelung das Ziel zu bekommen. Ja, es sind wirklich Probleme, die du da wahrnimmst. Ich meine, man hat es ja auch schon mehrfach rausgehört und eigentlich habt ihr auch schon viele gute Beispiele genannt. Aber warum ist die Gewerkschaft denn eigentlich ein Ort,
sich feministisch zu organisieren. Was macht die Gewerkschaft da nochmal besonders? Was macht sie aus? Was ist nochmal der Vorteil oder das Besondere, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren? Also ich habe da mehrere Antworten für mich. Das eine ist, eine Basisgewerkschaft ist ein sehr guter Ort für materielle Veränderungen. So oft müssen sich erst materielle Gegebenheiten ändern, damit Energie frei werden kann. Und zum Beispiel, wenn ich damit beschäftigt bin, in einem prekären Job in den nächsten gemobbt zu werden. Ja, es ist schwer, Energie zu finden, um verinnerlichte, feindliche Körperbilder zu verlernen. Ich denke, wir haben sehr vielen guten radikalen und ja auch liberalen feministischen Input zu Körperbildern, die absolut nötig sind. Aber wie soll das umgesetzt werden, wenn wir unseren Jobs verlieren durch abweichendes Aussehen und durch provokantes Aussehen? So Geschlechterrollen im Aussehen zu erfüllen, ist hier sehr ausschlaggebend, um auch Jobs behalten zu können. Ich finde, es fehlt grundsätzlich eine breite und tiefe Auseinandersetzung, vor allem feministische Organisationen gegen Klassenverhältnisse. Es hängt zusammen. Und ich finde nicht, dass die Kämpfe sinnhaft trennbar sind. Ich vermisse das halt sehr in vielen anderen feministischen Organisationen, in denen ich auch selbst war oder von denen mir erzählt wird oder die ich beobachte. Ja, dem würde ich auch zustimmen oder würde sagen, ich kann es ja so ein bisschen biografisch machen. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie, habe ja nicht angefangen, politisch aktiv zu sein und sofort in eine Gewerkschaft zu gehen. Ich war halt viel länger als in der Gewerkschaft eigentlich in feministischen Zusammenhängen aktiv. So Gruppen, die halt auch klar anarchistisch, kommunistisch, was auch immer waren. Und bin im Grunde da aber in so queer-feministischen Zusammenhängen öfter, oder mir ist dann irgendwann so aufgefallen, dass mir so Strategie und auch Utopie dort fehlen, weil man so oft, also nicht, weil diese Queer-Feministinnen, die wir ja auch sind, irgendwie so doof sind und keine Strategie hinkriegen oder so, sondern ich glaube, es liegt auch daran, dass man halt meistens gezwungen ist, auf irgendwelche aktuelle Scheiße zu reagieren. Und was dann halt aber auch noch stattfindet, ist gegenseitiger Support und Empowerment. Aber was halt wenig stattfindet, weil oft die Energie dafür gar nicht mehr ausreicht, ist halt ein langfristiger Aufbau von verbindlichen Strukturen, am besten eben noch überregional oder auch international. Und das gibt es halt super selten. Und vor allem Strukturen, die über so eher geschlossene Szene- oder Freundinnenkreise hinausgehen. Und wenn sowas aber nicht da ist, wenn man sowas nicht schafft, führt es halt zur Erschöpfung und zum Gefühl der Machtlosigkeit. Ja, es gibt eine Kritik an Diskriminierung und Gewalt, die geschehen. Aber wie organisieren wir uns denn jetzt selbst dagegen und auch gesamtgesellschaftlich betrachtet? Also wo wollen wir da eigentlich hin und wie machen wir das jetzt praktisch? Und dazu muss man halt auch die Frage beantworten, wo haben wir jetzt eigentlich Macht oder irgendwelche Druckmittel? Und das finde ich gar nicht mal so einfach zu beantworten, feministisch. Darauf ist aber die FAU als kämpferische Gewerkschaft dann schon eine ganz gute Antwort, also macht zumindest einen guten Vorschlag. Es ist ja sozusagen, Gewerkschaft ist ja die Selbstorganisierung entlang unserer Tätigkeiten, unserer Gewerke, ja, unserer Arbeiten, was ja nicht nur Lohnarbeit betrifft. Es geht bei dieser Organisierung eben auch um den Aufbau von Druckmitteln, wie eben von Streikfähigkeit und um den Aufbau von nichtstaatlichen Strukturen für alltägliche Bedürfnisse oder deren Befriedigung und für Entscheidungsfindung und so weiter. Ja, das hielt ich damals und halte ich immer noch dann für eine ganz gute Antwort auf diese sonst so übermächtige Machtlosigkeit. Ja, dem kann ich mich voll anschließen. Eine andere Definition von Gewerkschaft, die ich gerne sage, ist, dass es eine Struktur ist, in der individuelle Interessen kollektiv durchgesetzt werden können. Und damit lassen sich einfach alle Lebensbereiche organisieren. Weil ich bin auch eine Syndikalistin, so, ich bin Gewerkschaft einfach super. Ich denke, wir können halt wirklich all unsere Lebensbereiche oder nahezu all unsere Lebensbereiche gewerkschaftlich organisieren. Das gibt der Syndikalismus her. Das gibt auch in unsere historischen Beispiele, die wir haben vom Syndikalismus her. So Erwerbslosenorganisierung war schon immer Teil von Syndikalismus, auch Kultur und Bildung zu organisieren. Und ich denke, das ist eine Struktur, die noch überhaupt nicht ausgeschöpft ist, die noch richtig verkannt ist in den feministischen Diskursen, die wir haben. Ein Unterschied, sich in der Gewerkschaft zu organisieren gegenüber anderen feministischen Strukturen, ist, dass wir die Mehrheitsgesellschaft als Zielgruppe haben. So viele feministische Strukturen haben bestimmte Zielgruppe, so vielleicht sich selbst, vielleicht an der Uni
Vielleicht geht es dann vor allem nur um Bildung oder es geht vielleicht nur um sehr bestimmte Art von Widerstand. Und wir haben halt immer die Mehrheitsgesellschaft im Blick und das verändert eben auch die Diskussion, die wir haben und die Ansprüche, die wir stellen. Also mal ein leidiges Thema aufzugreifen, Sprache. Wir wollen in Gesprächen nicht darauf beharren, dass sich jetzt so und so ausgedrückt wird, sondern einzelne Mitglieder machen es einfach und es verbreitet sich tatsächlich von selbst im Syndikat. Also neben theoretischen Diskussionen zu feministischen Themen haben wir auch einfach, wir machen's und wir arbeiten damit sehr mit Normalisierung. Die Genossinnen, mit denen wir arbeiten und die uns geholfen haben, sind bestimmte Ausdrücke wichtig, also werden sie auch mir wichtig. Denn durch unseren Kontakt schätzen wir einander, also schätzen wir auch die Meinung von den anderen. Ich denke, wir haben halt auch im Unterschied zu anderen feministischen Gruppen deutlich materialistischere Analyse. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Pronomenabfragen geht, warum tun wir Pronomenabfragen, kann ich materialistisch begründen, dass es harte Konsequenzen haben kann, wenn eine Person vor Chefin oder auf dem Amt oder vor der Vermietung geoutet wird. Und als GewerkschafterInnen brauchen wir diese Fähigkeit, Pronomen in unserem Sprech zu wechseln und uns auch geschlechtslos auszudrücken. Wir brauchen auch so einen Überblick über gefährliche und sensible Situationen, wann wir nachfragen müssen. Hey, willst du in dieser Situation Stealth sein? Also, wie soll ich dich hier nennen, damit ich nicht eine Person, die ich eigentlich gewerkschaftlich unterstützen möchte, Schwierigkeiten ranreite? Ich bin halt auch überzeugt davon, dass Aktivismus kein Hobby sein darf oder Freizeit sein darf. So, es ist Arbeit und es ist mir halt auch wichtiger als Erwerbsarbeit, weil Erwerbsarbeit ist für mich zum Essen da und so zum Essen und zum Wohnen. Und mein Aktivismus ist dafür da, dass ich nicht mehr Existenzängste haben muss, um zu essen oder zu wohnen. So, ich will ein gutes Leben erreichen und ich will für andere ein gutes Leben erreichen. Ich habe halt beobachtet, ich bin nicht sehr lange in der linken Szene, Trademark, aber ich habe trotzdem schon Gruppen beobachtet, die sich gegründet haben und wieder aufgelöst haben. Also da gibt es irgendwie keine langfristige Organisierung, sondern so eine Reaktion auf Probleme, was Rosa außen angesprochen hat, also auf einzelne Ereignisse wird reagiert. Aber wir brauchen ja einen langfristigen Aufbau von verbindlichen Strukturen. Denn was wir halt angreifen wollen, ist ja auch etwas Langfristiges. So, das Patriarchat existiert seit Ewigkeiten. Und das Patriarchat heute existiert, also unser heutiger Auswuchs im Patriarchat existiert auch schon seit Ewigkeiten. Aber ich glaube, zu solchen Punkten wie wichtig ist jetzt Aktivismus im Vergleich zu einer Lohnarbeit oder sowas, da gibt es ja einfach jetzt keine FAU-Position dazu oder sowas. Das gibt einfach ganz, ganz viele Leute mit allen möglichen Positionen zu irgendwas. Das wollte ich nur nochmal einstreuen. Also wir sind jetzt hier halt auch irgendwie zwei Personen von sehr vielen, die in dieser Gewerkschaft Mitglied sind und die alle auch Personen sind. Also je mehr ihr fragt, desto mehr Ansichten würdet ihr haben. Also Larry, du hast jetzt irgendwie gesagt, was so Unterschiede zu anderen Arten, sich feministisch zu organisieren sind. Und ich will da gern von meiner Seite noch ergänzen, ich sehe halt auch einige Vorteile von der gewerkschaftlichen Organisierung, weswegen ich das halt auch mache. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, dass das jetzt die allerbeste Art ist oder so. Es kann sich halt auch herausstellen, dass was anderes viel besser ist oder so in der Geschichte, die wir ja machen. Ne, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, alle anderen Arten von Organisierung sind total sinnlos, hört auf damit, geht alle in die Gewerkschaft. Es geht halt um eine Argumentation, was die Vorteile sind. Was aber auch eigenartig sein kann, ist ja, was soll ich denn mit Gewerkschaft zu tun haben? Es gibt ja auch so ein Bild von Gewerkschaft, was irgendwie mit einem Bild von FeministInnen kollidieren kann. Also das war für mich halt früher auch erstmal so ein, ich war irgendwie jetzt nicht total angezogen von, lass mal in die Gewerkschaft gehen. Oder diese FAU-Leute, die ich damals in meiner Stadt gesehen habe, das kam mir auch alles sehr männlich dominiert vor. Und Gewerkschaft wirkt ja auch immer so etwas altbacken oder so Arbeiterbewegung in der klassischen, klischeehaften Vorstellung von so einem Fabriktyp, hatte jetzt mit mir und meiner Lebensrealität nicht so viel zu tun. Hat es auch immer noch nicht so viel. Ich selber habe noch irgendwie auf FAU-Demos, als ich noch nicht selber dabei war, irgendwie so Redebeiträge gehalten, mich aufgeregt,
als Feministin, ey, ihr komische Gewerkschaft, wenn ihr von Arbeit und Krise redet, dann klingt es für mich irgendwie nach einer recht engen Vorstellung davon, redet doch bitte dann auch von Haushalt und Sorge und der geschlechtlichen Abwertung da drin, beziehungsweise ich rede jetzt davon und ja, also so, das lief aber ganz gut, also mit so einer Art von Kritik wurde sich dann halt auseinandergesetzt, ja, und jetzt inzwischen rede ich in der FAU und auch als FAU-Mitglied darüber, immer noch. Und jetzt ist bei mir lokal zumindest, muss ich sowas im Syndikat nicht mehr die ganze Zeit betonen, sondern jeder cis-männliche Gewerkschafter, der was auf sich hält, redet immer mal wieder irgendwas mit Repro und Care und bietet auch an, zum nächsten Treffen Aufstriche zu machen. Da ist dann immer noch Luft nach oben, aber ich würde schon sagen, große Teile der FAU sind inzwischen irgendwie feministisch, zumindest im Anspruch nach ist es klar und in der Praxis auch immer klarer. Aber wie gesagt, nicht in jedem Syndikat gleich, wie wir dann auf den FEMV-Treffen immer wieder hören. Ja, wir haben ja jetzt auch über Gewerkschaft allgemein gesprochen und tatsächlich ist es ja so, dass die FAU nur einen sehr, sehr kleinen und im Verhältnis auch zu der Gewerkschaftsbewegung auch weiterhin leider unbedeutenden Teil, wenn auch natürlich immer weiter gestärkten Teil der Gewerkschaftsbewegung ausmacht. Da wäre ja tatsächlich auch die Frage, wie ihr den Unterschied von der FAU zu anderen Gewerkschaften, was auch die feministische Frage einfach angeht, sehen würdet. Also natürlich dann auch zu den DGB-Gewerkschaften und so weiter. Denkt ihr, dass es da überhaupt möglich ist, sich feministisch zu organisieren im DGB? Ich glaube, da gibt es sicherlich auch Aktivitäten, aber wo würdet ihr da die Unterschiede sehen? Also ich selber habe halt noch nicht versucht, mich in irgendeiner DGB gewerkschaftlich feministisch zu organisieren, aber ich habe Leute getroffen, die es versuchen. Auf jeden Fall findet dort auch feministische Organisierung statt. Allerdings ist es natürlich so, dass es dort halt diese bezahlten Gewerkschafterstellen gibt und es klare Hierarchien gibt, wer da welche Entscheidungen fällt. Und es sind halt keine herrschaftskritischen oder gar herrschaftsarmen oder freien Strukturen, sondern klar hierarchische und darin auch klar männerdominierte Strukturen. Als einzelnes Mitglied oder als ein paar einzelne Mitglieder kann Mensch dort kaum mitgestalten, was wie gemacht werden soll, zu welchen Themen überhaupt gearbeitet werden soll, um welche Probleme sich gekümmert werden soll und so weiter. Genau, deswegen haben es Feministinnen oder feministische Initiativen in diesen Gewerkschaften auch schwer, sich durchzusetzen. Ne, ich habe beschrieben, dass feministische Initiativen in der FAU auch mit Widerständen zu tun haben, weil es irgendwie immer so ist. Aber es gibt halt einen herrschaftskritischen Anspruch und es gibt herrschaftskritische und basisdemokratische Strukturen bei uns. Und die ermöglichen das halt eher, sich eben doch durchzusetzen. Und das ist halt viel schwieriger woanders. So würde ich das einschätzen und so beschreiben das auch, haben es mir auch Leute beschrieben. Ich finde die Erfahrung, die Rosa vorhin beschrieben hat, ist sehr ausschlaggebend. So, es ist möglich zu kritisieren, dann selbst in die Gewerkschaft zu gehen und selbst da Projekte zu machen, selbst Strukturen aufzubauen. Weil wir sind halt eine Basisgewerkschaft, was eben DGB und so weiter nicht ist. Was Rosa eben auch meinte, so, du musst nicht an einem Vorstand vorbei. Und es reicht halt, wenn du drei Genossinnen findest, die auch Bock haben, was mit dir zu organisieren. Und dann könnt ihr eine AG gründen und ihr könnt das machen. Also dadurch, dass wir eben basisorientiert sind, dass wir daran interessiert sind, okay, dass jedes Mitglied einen Zugang hat zu unseren Strukturen, dann gibt es halt sehr viel weniger Widerstände. Also wir erzählen halt von unserem patriarchalen Problem, aber das ist ja gerade das, wir können darüber reden, wir können darüber erzählen. Wir haben nicht mehr als andere Organisationen auch. Ich denke, wir haben weniger als andere Organisationen. Wir haben einfach nur den Freiraum, es auch aussprechen zu können und es auch anprangern zu können und den Finger drauf zeigen zu können. Und das sieht dann vielleicht erstmal so aus, als wäre hier unglaublich viel mehr als woanders auch. Aber nein, wir haben einfach nur den Raum, es aussprechen zu können. Und das ist halt eine von den Voraussetzungen, um uns dann auch dagegen organisieren zu können. Ich denke, ein weiterer großer Vorteil, den wir haben gegenüber DGB-Gewerkschaften, ist, dass wir klar bereit sind, Forderungen durchzusetzen, die keine einfache Rechtsgrundlage haben. Also wenn es auf dem Amt oder auf dem Arbeitsplatz Übergriffe, Belästigung, Mobbing gibt, das ist oftmals nicht deutlich nachzuweisen. Aber durch unsere Aktion, unsere direkten Aktionen, unsere Methoden, können wir den Druck aufbauen, dass Chefinnen lieber nachgeben und Übergriffen lieber glauben.
Das ist auch eine stetige Erfahrung, die wir haben, wenn es unbezahlte Überstunden gibt, aber die lassen sich nicht nachweisen, weil es dann hier Aussage gegen Aussage heißt, unsere direkten Aktionen tun den Druck aufbauen, dass es am Ende geglaubt wird. Ja, ich finde, die direkte Aktion ist da genau das richtige Stichwort. Und mich würde dann nochmal interessieren, wie denkt ihr, kann die Gesellschaft jetzt durch gewerkschaftliche Arbeit feministisch verändert werden? Und vor allem auch, wie ist das besonders bezogen auf die FAU? Vielleicht auch, was gibt es dort noch für Aktionsformen, die ihr euch mehr wünschen würdet oder Sachen, die vielleicht auch gerade im Aufbau sich befinden? Wie kann überhaupt Gesellschaft verändert werden? Finde ich gar nicht mal so eine einfache Frage. Ich habe mich ja vorhin schon zu irgendwie der Frage von so Druckmitteln geäußert und wo wir das halt in meinem Umfeld vor allem dran diskutieren, ist halt die Frage dieses Streikens oder der Möglichkeit, das zu tun. Da finde ich halt, ist Gewerkschaft und zwar in so einer basisdemokratischen oder anarchistischen Art und Weise, ist halt ein Versuch, Ängste zu überwinden, würde ich sagen. Also darum geht es ja immer, wenn es irgendwie um politisches Handeln geht, ne, dass es könnte sozusagen, wenn ich hier irgendwie handle, wenn ich sage, was ich meine oder wenn ich was verändere, wenn ich nicht arbeite, wie ich soll oder gar nicht, habe ich halt mit Folgen zu rechnen. Und wenn ich alleine bin, kann ich mit diesen Folgen tatsächlich nicht umgehen, weil sie mich einfach umhauen. Und darum werde ich wahrscheinlich nicht so handeln, werde ich nicht widerständig sein, weil ich Angst habe. Wie kann sich das nun aber irgendwie kollektiv verändern? Also was braucht es an Verbindlichkeiten, an Verbindungen, an Beziehungen, um sowas abzufedern, um mir diese Angst zu nehmen, um uns das möglich zu machen, zu handeln? Wenn man sich das in Bezug auf Lohnarbeit bestreiken, was ja nur ein Feld von Arbeit ist, anguckt, dann braucht es dazu halt beispielsweise eine Streikkasse, die mir halt Geld gibt, wenn ich keins mehr krieg. Oder also so bloß mal als ganz plastisches und plattes Beispiel, aber welche Politgruppe hat eine Kasse, in die ganze Zeit eingezahlt wird? Gibt es, aber selten. Aber das so, und das ist nur ein Beispiel für Sachen, die es, glaube ich, braucht, um Gesellschaft zu verändern, vor allem wenn es grundlegend sein soll. Und wenn wir halt tatsächlich Reproduktionstätigkeiten und Sorge irgendwie anders gestalten wollen, dann müssen wir halt eigentlich eine radikale Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Und wie setzen wir sowas durch, ne? Also, und ich denke, dass es dafür eben wichtig ist, eine massenhafte Fähigkeit und Möglichkeit zu streiken herzustellen. Und davon sind wir in Deutschland noch weit weg. Aber ja, das ist eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige. Das wäre jetzt meine Antwort darauf. Ich könnte mir noch alle möglichen Aktionen von der FAU und mit der FAU vorstellen, aber auch schon so Dinge, die nicht so, weiß ich nicht so fancy rüberkommen vielleicht und die einfach nur in riesigen Anführungsstrichen die normale Beratung und die normalen Arbeitskämpfe, die passieren, betreffen, ist es halt auch schon richtig viel. Wie Larry gemeint hat, so es wird jemand gemobbt am Arbeitsplatz oder was. Und für uns ist halt dann klar, weil wir Feministinnen auch sind, das ist jetzt auch unser Thema. Und nicht erst, wenn die Person gekündigt ist oder wenn es irgendwie erst alle im Unternehmen betrifft oder so. Weil erst dann es uns wert erscheint, einen Arbeitskampf zu führen. Ja, uns geht es halt um alle möglichen Themen und auch um einzelne Probleme, die eben doch immer keine individuellen sind. Ja, ich stimme der Rosa voll zu. Für mich ist das halt wieder das Thema mit Verbindlichkeit. Also ich beobachte halt dieses linke Szene-Trademark-Phänomen von, die Leute sind 40, haben doch angefangen, eine kleine Familie zu gründen, haben doch angefangen, sich auf Erwerbsarbeit zu konzentrieren und haben dann doch Aktivismus fallen lassen oder es zum Hobby verkommt. Ich weiß, das ist eine Diskussion, die hitzig sein kann, so wie wichtig ist unsere Erwerbsarbeit und so. Aber für mich ist es halt dieses Kernpunkt. Warum verlassen Leute ihren Aktivismus? Warum tun Leute dann doch wieder eine kleine Familie gründen? Das heißt halt für mich, dass unsere Strukturen nicht auffangen sind und nicht stabilisieren sind und die Leute dann doch wieder in patriarchale und kapitalistische Muster reinverfallen, weil es kein anderes Konzept von Leben gibt. Also nicht Konzept, sondern keine andere Möglichkeit von Leben gibt, außer ein komplettes Aussteigerleben. Aber das ist ja auch nicht massentauglich. Wir müssen uns halt organisieren, wo wir sind, in unseren Interessen, in unseren Bedürfnissen, an dem Ort, wo wir sind, in dem Leben, das wir haben.
und eben keine verstellte Stellvertretungspolitik machen oder so. Das ist halt für mich der große Punkt, wie wir die Gesellschaft feministisch verändern können, indem eben die Strukturen verlässlich, nachhaltig aufbauen, um uns auffangen zu können, um uns stabilisieren zu können, um uns die Kraft zu geben, zu kämpfen, um uns zu entlasten. Weil die Frage halt auch war, was würdet ihr euch noch wünschen und so. Ich würde mir halt jetzt gerade aktuell wünschen, dass wir sowohl als FAU, aber auch überhaupt als irgendwie linksradikale Leute irgendwie hinkriegen würden, eine linke, linksradikale Antwort auf so Corona-Politik und diese Krise zu finden. Damit bin ich auch nicht alleine. Es ist halt einfach sehr schwer zu ertragen, gerade für mich und auch Leute, mit denen ich mich drüber unterhalte, dass das gerade irgendwie nicht klappt und immer noch nicht passiert ist, dass es eine hörbare Stimme gäbe aus unserer Ecke. Und es ist so deprimierend. Also ja, die schon von mir heute öfter erwähnte Ohnmachtserfahrung ist gerade tatsächlich da. Also ich empfinde das. Ich sehe halt diese ganzen rechten Mobilisierungen, die total gerade profitieren und es gibt keine adäquate Antwort darauf oder keine, die laut genug ist. Ich würde mir wünschen, dass sich das verändert, dass wir irgendwie genug Kraft schöpfen können, um das halt doch noch zu tun. Ich meine, diese ganzen Sachen, die gerade aktuell sind und ja, seit 2 Jahren inzwischen schon aktueller denn je sind, also in Pflege und Sozialem, in Kultur und Bildung, Frauen mal wieder als KrisenverwalterInnen während der Corona-Krise, dann irgendwie so vereinzelte Streiks, meist aber auch ohne Hinweis auf die vergeschlechtlichte Abwertung dieser Berufe, die dann irgendwie mal kurz als systemrelevant beklatscht wurden. Der DGB handelt irgendwelche Witzlohnerhöhungen raus, die weit unter der zu erwartenden oder schon stattfindenden Inflation liegen. Das ist irgendwie alles so, man müsste doch jetzt eigentlich genau diesen feministischen Streik schon können. Können wir aber noch nicht. Da ist einfach meine Hoffnung, dass genau das, dass wir diese Zeit zumindest lernen können, um uns darauf vorzubereiten. Ja, das finde ich auch. Wir müssten eigentlich jetzt anfangen zu lernen, wie können wir für uns feministisch streikend organisieren, um es dann vielleicht in 4 Jahren wuppen zu können. Also ich denke, es wird unterschätzt, was für einen Aufwand das braucht, um einen Streik auffangen zu können. Das hat der Rosa auch schon erzählt. So, ich kann nicht Leute aufrufen zum Streiken und die fliegen dann auf die Fresse, weil ich keine auffangenden Strukturen habe, um ihr Leben zu sichern. Und ich denke, das wird halt unterschätzt, ja. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was eigentlich die FAU oder eine Gewerkschaft allgemein Feministisches in der Gesellschaft bewirken kann. Aber ihr habt ja auch ganz am Anfang der Folge schon mehrfach angeschnitten, was für Probleme es innerhalb der FAU mit feministischem Aktivismus gab, was ihr auch selber dort erlebt habt und was für Hürden euch auch in den Weg gelegt wurden. Was gibt es denn ganz konkret, was ihr jetzt macht, um die Gewerkschaft, um die FAU selber feministischer zu machen? Oder was denkt ihr, was muss sich eigentlich noch in der FAU verändern, damit dort sich ein wirklich feministischer Standpunkt besser entfalten kann? Ich glaube, die Antwort darauf ist nicht nur interessant für Leute, die was mit der FAU zu tun haben, sondern auch überhaupt für Leute, die irgendwie in Organisationen sind, die ein bisschen größer sind. Ich würde so ganz viele Punkte aufzählen, einfach was ich wichtig finde. Also die Organisation, in der ich bin, soll kein Männerhaufen sein, er soll nicht cis-männlich dominiert sein oder es nicht bleiben. Wie geht das überhaupt? Also es muss in dieser Gewerkschaft an dem Verständnis und den Bildern von Arbeit und Arbeitern geschraubt werden. Wir müssen unsere Vorstellungen von, was ist eigentlich Politik, machen, verändern und das alles immer zusammen verhandeln mit Sorge und Hausarbeit und Beziehungen pflegen. Wir müssen wissen, was in unseren eigenen Grundsätzen steht, nämlich dass es bei uns um eine Organisation von Lohnabhängigen geht und nicht von Arbeitern. Und dass es um Arbeits- und Lebensbedingungen geht, die wir verbessern wollen. Also nicht nur Lohnarbeit ist unser Kerngeschäft der Gewerkschaft, sondern ganz vieles gleichzeitig. Alles, was die Mitglieder bewegt und im Alltag unterstützt. Also geht es um alle möglichen Themen. Wir brauchen eine Auseinandersetzung mit eigenen Sexismen und eigenen Cis-Sexismen.
eine klare Haltung gegen Diskriminierung und sexualisierte Gewalt. Dafür brauchen wir auch klare Policies, Leitfäden, was auch immer, dafür, wie wir damit umgehen, wenn sowas vorkommt, weil sowas kommt vor. Leider. Wir müssen unsichtbare Arbeit und auch Sorgearbeit im Syndikat sichtbar machen und fair verteilen. Also wo kommt das Essen bei Treffen her? Wie organisieren wir das kollektiv? Wo ist die Kinderbetreuung? Wie organisieren wir die kollektiv? Welche Uhrzeiten nehmen wir für Treffen? Wie sind die Zugänge dazu? Wie sieht Beziehungspflege nach innen und nach außen aus? Wer denkt alle mit? Wie bearbeiten wir Konflikte etc.? Ich finde wichtig die Möglichkeit geschlechterspezifischer Untergruppen. Also ja, es darf einen Ausschluss von Cis-Leuten geben, wenn sich Trans- oder NB-Lohnabhängige sich gerade selbst organisieren wollen. Solche Dinge sind parallel zu dem Ausschluss von ChefInnen aus einer Gewerkschaft. Das ist einfach genau das gleiche Prinzip. Und letzter Punkt, wir müssen all diese Strukturen, die wir schaffen, so bauen, dass sie nutzbar sind für Leute mit wenig Zeit, weil eben die Verteilung von Zeit und Freizeit und all dem, die man braucht, um politisch aktiv zu sein, natürlich auch vergeschlechtlich ist und jemand, die total viel Sorge zu tun hat, halt weniger Zeit hat, und das müssen unsere Strukturen wissen. So, das war alles, was mir jetzt erstmal einfällt. Ja, da kann ich zustimmen, dieser Liste. Was mir noch einfällt, es muss ein Umgang mit Alltagssexismus und Rassismus gelernt werden. Also es reicht nicht, irgendwie Theorien zu haben und Sexismus doof zu finden, sondern es muss möglich sein, reagieren zu können. Und das ist mir halt aufgefallen, so auf Infoständen ist eine Überforderung da, wenn da Alltagssexismus und Alltagsrassismus passiert. Dann, was mir auch aufgefallen ist, hier wird mir gesagt, dass ich nicht so böse über Genossen denken soll, wenn ich sie kritisiere. Und ich so, hä? Ich denke nicht böse, ich kritisiere die Leute einfach, aber ich denke nicht, dass die einen bösen Charakter haben und es böse meinen, sondern ich denke, die haben halt ein schlechtes Verhalten gelernt. Und das muss angesprochen werden. Und dann müssen sie sich reflektieren und sich verändern. Ich denke nicht, dass das eine böse Charaktereigenschaft ist oder so. Ich denke nicht, dass Patriarchat eine Charaktereigenschaft ist. Also genau, dieses Vertrauen, das patriarchale, antipatriarchale Kritik eine Analyse dahinter hat. Ja, dieses Vertrauen genossen, sondern dass wir uns einfach nur selbst organisieren wollen, dass wir Anarchie haben wollen. Und dass die Strukturen, die wir für uns aufbauen sollen, was wirklich, wirklich Gutes sind und unterstützenswert sind. Um die Frage zu beantworten, was wir denn schon machen in den Syndikaten in der FOU, wir bilden Banden. Also wir tun es zusammenschließen mit Betroffenen. Wir tun unsere eigenen AGs gründen und tun in Streits reingehen. Und das Ding ist, wir wissen halt, dass es zwar diese Widerstände gibt, die nervig sind, komische Diskussionen, so die wir kennen, aber eigentlich sind das keine großen Hürden, weil aufgrund von unseren basisdemokratischen Strukturen haben wir nicht in unserer Satzung, in unserem Organisationsgerüst an sich die Hürden, um zu verhindern, dass wir uns organisieren können. So, du hast 3 Leute, mit denen willst du eine AG machen? Ja, dann mach das. So, es geht. Und ich denke, das müssen wir uns bewusst sein, wie viel Macht wir eigentlich haben. Das ist auch etwas, was wir halt machen, um feministisch organisiert sein zu können. Wir erinnern uns daran, dass wir eigentlich Macht haben. Ich nenne das immer das innere Patriarchat, dass wir selbst ein inneres Patriarchat haben und uns selbst ausbremsen, weil wir Konsequenzen befürchten, obwohl da gar keine sind. Und ich denke, daran müssen wir uns auch gegenseitig erinnern, was wir eigentlich alles zusammen wuppen können, was wir schon alles zusammen gewuppt haben. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr heute hier wart. Larry, dass du auch jetzt schon zum zweiten Mal hier warst. Und ich glaube, es ist auch heute deutlich geworden, dass die feministische Bewegung ganz viel von gewerkschaftlicher Arbeit und gewerkschaftlicher Organisierung profitieren kann. Und auch, dass Gewerkschaft ohne Feminismus eben so nicht funktioniert. Und ich denke auch, dass die FAU da einfach eine besondere Rolle einnehmen wird als die größte Basisgewerkschaft im deutschsprachigen Raum und eine der wenigen, und auch natürlich in der anarchistischen und linksradikalen Bewegung als eine Organisation, die auf unfassbar viel Infrastruktur zurückgreifen kann. Ich hatte da auch mehrfach bei den ganzen Gewerkschaftslokalen, die jetzt geöffnet haben,
dann noch dran gedacht, dass da ja viele der Punkte, die ihr auch angesprochen habt, einfach sehr viel Zukunftsperspektive haben, beispielsweise geteilte Care-Arbeit oder Beratungsangebote. Und schau da auch ganz gespannt in die Zukunft, was da noch alles so passieren wird. Mal als kurzer Verweis für alle die, die sich jetzt noch gefragt haben, was hat das jetzt eigentlich mit der FAU auf sich oder die bei den angesprochenen Punkten noch interessierter sein, hört gerne noch in unsere Folge 31 über die Freie ArbeiterInnenunion rein. Auch nochmal von mir ein Dankeschön an euch beiden. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich habe gehört, in Dresden gibt es eine sehr spannende Aktivität zum 8. März dieses Jahr. Auch beim 8. März gerne nochmal in unsere Folge, die wir letztes Jahr gemacht haben, zu Liberalfeminismus reinhören. Aber das jetzt noch zum Abschluss. Was passiert denn in Dresden am 8. März dieses Jahr? Also wahrscheinlich ein sehr ausgedehntes Sektfrühstück. Ja, ich glaube, ich fahre nach Dresden am 8. März. Gucken, vielleicht kommen wir auch vorbei. Das hört sich verdammt gut an. Also dann auf bald. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Es gibt immer einen Gast, der sich weigert, das zu sagen. Nur aus Lokalpatriotismus bestimmt.